Zu unserer Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel am Samstag bei Erzgebirge Aue. Unseren Trainer darf ich neben mir begrüßen und wir beginnen auch heute wieder direkt mit euren Fragen. Wer möchte heute beginnen? Matthias Eicher, bitte. Dann fange ich gleich an. Trainer, es war jetzt in den letzten Spielen Leistungssteigerung zu sehen. Sie sind neu angekommen und von Spiel zu Spiel hat sich schon gezeigt, man erreicht die Mannschaft, sie haben die Mannschaft aufgeweckt. Gegen Elversberg war es knapp, ist die Zeit denn jetzt reif für den Sieg in Aue? Ja, also wir wünschen uns das alle, ja, dass der erste Sieg in Aue machbar ist, wissen aber auch, dass Aue doch 10 Spiele 22 Punkte geholt hat, eine Tordifferenz von 17 zu 9 hat, sehr strukturiert jetzt auch spielt, ein klares 4-2-3-1 spielt, aus einer ganz, ganz schwierigen Phase herausgefunden hat, einen Trainerwechsel hatte, Präsidiumwechsel, hatte auch turbulente Zeiten in der Vorrunde und hat diese jetzt weggesteckt und eine grandiose Serie an den Tag gelegt. Also wissen, dass es nicht einfach sein wird, in Aue zu spielen und zu bestehen. Aber wir werden ganz sicher bereit sein, um diesen Kampf anzunehmen und versuchen natürlich einen positiven Auftritt hinzulegen und auch ein positives Resultat zu holen. Alles dafür zu geben, die 3 Punkte nach langer, langer Zeit jetzt zu holen. Dann machen wir weiter bei Uli Kellner, wenn ihr ihm gerade das Mikro hinterreichen würdet. Danke. Ja, wenn man auf die Tabelle schaut, 10 Punkte nach oben, 12 nach unten, ja, da wird wahrscheinlich sich nicht mehr so viel bewegen. Eigentlich könnte man jetzt mit voller Kraft Richtung nächste Saison blicken. Da jedoch schaut es bei 60 schwierig aus. Sie wissen, glaube ich, nicht, dass Sie über den Sommer hinaus bleiben. Herr Goretzel weiß es auch nicht. Als Verein müsste man jetzt eigentlich eine neue Saison planen. Haben Sie das Gefühl, dass sowas im Hintergrund passiert? Werden Sie vielleicht auch um Rat gefragt, was Spieler betrifft? Also das Ziel ist das Spiel von Aue ins Auge zu fassen und sich nur auf das zu fokussieren, weil noch einmal, wir wollen unbedingt einen Sieg einfahren, was enorm wichtig wäre für das Team, für mich persönlich natürlich auch, aber auch für den Club. Und das muss das einzige Ziel im Moment sein. Was die Zukunft anbelangt, mein Ziel ist, persönliches Ziel mit dem Team, so viel wie möglich Siege einzufahren. Das ist mein persönliches Ziel, weil nur durch Leistung und durch die Resultate kann man sich für weitere Aufgaben aufdenken. Und ich glaube, das muss auch der wichtigste Punkt sein, auch für jeden einzelnen Spieler, sich da wirklich voll reinzuhängen und für 1860 das Optimale und das Maximale abzugeben. Was fehlt der Mannschaft noch, damit es für die ersten 3 Punkte nach langer Zeit erreicht? Es fehlt wirklich nicht viel. Es fehlt wirklich nicht viel. Ich glaube, wenn wir noch ein wenig präziser sind im Passspiel, werden wir auch noch mehr Möglichkeiten nach vorne haben, Aktionen, die wir sehr gut starten, dann auch zu Ende zu führen. Und ich glaube, das Team ist sich jetzt mehr bewusst als vorher. Ich glaube, das Spiel von Elversberg war enorm wichtig. Die 30 Minuten waren enorm wichtig. Wir hatten Glück, dass wir da nicht mehr als 1-0 im Rückstand lagen. Aber wir haben es wirklich geschafft, diese Phase durchzustehen. Aber auch, weil ein Wille da war, nicht noch ein zusätzliches Gegentor zu bekommen. Es braucht alle. Darum brauchte es auch den Marco hinten, der eine absolut solide und tadellose Leistung hingebracht hat.
und uns eben im Spiel gehalten hat. Und das hat ihm dann auch die Mannschaft zurückgezahlt, nach dieser Phase so zu spielen, wie sie gespielt hat. Und noch einmal, wir hätten das Spiel auch am Schluss gewinnen können. Und ich hoffe, dass wir das Quäntchen Glück eben dann auch wieder haben, was uns denn auch den Sieg bringen könnte in Aue. Hat dieses 1:1, was Sie mit Ihrer Mannschaft gemacht hat, die letzten zwei Tage, ist die Mannschaft ein bisschen offener jetzt wieder, seit diesem Auftritt da gegen Elversberg? Ich sehe sie eigentlich locker, ja. Aufgestellt, was auch wichtig ist. Und wir haben natürlich die Regenerationsphase gehabt jetzt. Wir haben natürlich nicht so trainieren können, wie wir es normal trainieren. Die nicht oder wenig gespielt haben, die haben gute Einheiten gehabt, haben sich auch ins Zeug gelegt und auch seriös und minutiös gearbeitet. Aber die Stimmung im Team ist besser und das ist auch wichtig. Und das hier heißt auch, dass eben wir näher an diesem Ziel sind, ein Wir-Gefühl zu haben, was uns dann auch hilft, dass wir das Resultat, was wir alle wollen, anstreben, erreichen können. Sind Sie schon klar im Kopf, geht es mit dem gleichen Kader jetzt gegen oder nach Aue oder werden Sie Veränderungen vornehmen oder ist jemand vielleicht angeschlagen und kann dann nicht? Ja, anfangen? Wir werden sicher den morgigen Tag abwarten und dann entscheidend, wer dann mitfahren wird, wer denn in diesem Kader sein wird. Es ist immer schade, wenn man jemanden zu Hause lassen muss, aber das heißt, dass praktisch alle an Bord sind. Das ist auch etwas sehr Positives, dass nicht Spieler zu Hause bleiben müssen, weil sie verletzt sind oder weil sie gesperrt sind. Also leider, ich muss leider sagen, liegt es am Trainer natürlich, Entscheidungen zu treffen und diesen Spielern, die dann zu Hause bleiben, ihnen Bescheid auch zu sagen, dass sie nicht mitfahren können. Und das ist immer, ja, für den Trainer nie etwas Schönes. Weil ich glaube, jeder hat verdient dabei zu sein, weil er gehört eben zum Team. Und jemanden zu Hause zu lassen, ist nie etwas Schönes. Und wann hat er nur die Kellner? Für sehr viel Bewegung hat in den letzten zwei Spielen Marius Wörl gesorgt. Der Verein kann sich glücklich schätzen, wenn er einen jungen, in dem Fall deutschen Spieler in seinen Reihen hat, der so eine Perspektive haben kann. Wie haben Sie seine Leistung gesehen gegen Elversberg? Frage 1 und Frage 2 ist, was würden Sie jetzt A, dem Spieler raten und B, dem Verein im Hinblick auf die Zukunft? ja, also ich habe die Leistung von Wörl war absolut top. Er hat am Anfang auch eine gewisse Schwierigkeit ins Spiel zu finden, sprich von der Position her. Aber nicht nur er, auch andere, weil es ein Zusammenspiel natürlich. Aber er hat sich dann ins Spiel reingekämpft, wie alle anderen. Und abgesehen von diesem Ballverlust, der dann zu einer Chance wurde für den Gegner, hat er eigentlich eine tadellose Leistung hingelegt, hat sich gesteigert während des Spiels. Und über eben die volle Distanz seine Leistung gebracht. Er war ein belebendes Element. Er hat defensiv solid gespielt und hat auch offensiv Akzente gesetzt und hat er sich fast mit einem fantastischen Tor den Abend gekrönt. Aber ich muss da auch sagen, dass er auch die Hilfe des Teams hatte, damit er diese Leistung abrufen konnte, weil es braucht natürlich auch die Spieler neben ihm, um eben dann auch seine Leistung abrufen zu können. Und darum sage ich, es gibt immer einzelne Spieler, die dann eben in einem Spiel mehr zur Geltung kommen als andere, aber das auch dank eben der Einheit. Und klar, was ich
für die Zukunft. Ich wünsche mir natürlich als Trainer, dass er weiterhin hier bei 1860 sein kann, bleiben kann, weil ich glaube, er hat hier eine Plattform, die auch wichtig ist. Er kennt das Umfeld und der Verein kann ihm auch eine Perspektive geben. Und das Ziel ist ja, einen Schritt weiter zu machen, also eine Weiterentwicklung zu haben in seinem Tun. Klar, heute bin ich da als Trainer, morgen weiß man nicht, aber entscheidend ist, er weiß, was er mit diesem Verein hat, was er anderswo nicht weiß. Und sich wieder reinarbeiten in ein neues Umfeld ist auch nicht so einfach. Es braucht wieder eine Zeit. Die Zeit, die braucht er hier bei 1860 nicht. Er kennt genau, was er hier hat, wie es funktioniert. Und die Zeit verliert er einfach nicht und kann sich eben auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist die Arbeit auf dem Platz, weil das Umfeld ist auch wichtig. Da gebe ich Ihnen recht. Aber gerade ein junger Spieler, dessen Vertrag ausläuft, der am Anfang seiner Karriere steht, der möchte ja gerne wissen, wie geht es hier weiter im Sommer? Wer ist der Trainer? Weil er hat erlebt, ein Trainer setzt auf ihn, der andere nicht. Und wer ist der Sportchef? Wie wichtig wäre es jetzt, dass der Verein jetzt im Frühjahr Fakten schafft, damit gerade solche Spieler wie Wörl wissen, wie geht es weiter, wo bin ich dran? Ja, das ist sicher wichtig, das ist ganz klar. Aber ich glaube, die nächsten Wochen, es wird auch nicht alles in die Länge gezogen werden. Der Verein macht sich auch seine Gedanken, schaut wahrscheinlich auch, wie entwickelt sich die Mannschaft in den nächsten Tagen und Wochen, damit sie auch sich ein Bild machen können, wie arbeitet auch der Trainer. Es ist klar, die Resultate sind das eine, aber ich sage auch, es gibt Resultate in den Resultaten. Die Resultate sind auch, wie entwickeln sich die Spieler, wie entwickeln sie sich zu einer Einheit und was wurde auch getan. Ich glaube, die Mannschaft wird eine Entwicklung machen, was das Spiel anbelangt, was die defensive Auslegung anbelangt, wie arbeitet sie gegen den Ball. All diese Dinge, die wird man sehen in den nächsten Wochen, in den Spielen. Da bin ich mir absolut sicher. Weil wir wollen eben diese Faktoren weiterentwickeln. Und diese Weiterentwicklung bringt dann auch normalerweise Resultate. Und das wird der Verein ganz sicher auch anschauen. Sie werden sicher auf diese Punkte sicher auch ein spezielles Auge drauf werfen. Es gibt ja hier eine U19, eine Bundesligamannschaft, die vor ihrem vorletzten Spieltag in Klassenerhalt geschafft hat. Da sind einige Talente dabei. Heißt das für Sie auch im Umkehrschluss, dass der ein oder andere jetzt in Zukunft auch oben mittrainieren wird? Oder überlassen Sie das jetzt der Sommervorbereitung mehr oder weniger? Ja, also ich, ist klar, ich habe jetzt eine große Aufgabe mit dem Kader im Moment, das mir zur Verfügung gestellt wurde, versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen und fokussiere mich natürlich im Moment nur auf das Hier und Jetzt natürlich, weil wir wollen Resultate einfahren, positive Resultate einfahren, die dem Ganzen helfen würden, auch in Ruhe weiterarbeiten zu dürfen und zu können. Und ich glaube, ganz klar ist, was dann die Zukunft anbelangt, ist normal, wenn die Zukunft mal geregelt ist, ist natürlich auch das Interesse zu sehen, was gibt es im Nachwuchsbereich, welche Spiele könnten ja eben die Möglichkeit bekommen, in Zukunft dann auch mit der ersten Mannschaft trainieren zu dürfen, zu können, weil das ist natürlich auch etwas sehr Wichtiges. Dann sehe ich keine Fragen mehr, dann sage ich vielen Dank. Doch, Matthias, eine persönliche Frage. Sind Sie denn noch alt, Matthias?
Herr Quatschi, sind Sie denn abergläubisch und gibt es bei den Löwen schon was, was man irgendwie implementiert hat und vor jedem Spiel gleich macht, Rituale oder sonstiges? Oder können Sie uns da nichts von sich erzählen? Ja gut, wie es alle Teams auch machen, vor dem Spiel Kreis bilden, sich rein einschwören in das Spiel, alles abzurufen, was wir können, sich gegenseitig pushen und so weiter. Das ist etwas, was alle Teams machen. Ab und zu gibt es noch eine kleine Ansprache, klar von mir. Aber das sind Sachen, die einfach spontan von dann gehen, weil das kann man nicht vorprogrammieren. Das sind Emotionen, das sind Dinge, die jemanden am Tag des Spiels dann im Kopf dann kommen, und ab und zu ist es notwendig, ab und zu braucht es das nicht mehr, aber mein Gedanke ist natürlich schon, bevor dass sie aufs Spielfeld gehen, dass die Spieler wissen, hey, ich bin bei euch, ich stehe zu euch, ich bin überzeugt und so weiter und so fort. Und das ist schon etwas für mich Wichtiges, diese Unterstützung, die sie haben von mir. Der Glaube, dass sie etwas bewegen können im Spiel, dass sie mit Mut und Überzeugung in diese Partien gehen, weil die Wendementalität ist enorm wichtig. Und so will ich, dass die Mannschaft auch ins Spiel geht. Das ist keine Fanfrage, aber waren Sie schon mal in Aue? Nein, aber ich habe auch Aue sehr gut studiert in der Vergangenheit. Ich meine, die haben auch ein schönes Stadion und hatten eigentlich eine Truppe, die abgestiegen ist, haben sehr viele Wechsel gehabt, etwa 18 Neuverpflichtungen, ein neuer Trainer ist gekommen. Braucht natürlich schon eine gewisse Zeit, bis alles funktioniert, wie man will. Das hat nicht funktioniert. Und darum ist es schon eine große Leistung, was da dann abgerufen wurde. Sie waren ja letzte lange Zeit und haben dann diese Serie gestartet, die ihnen die Möglichkeit gegeben hat, wieder dort zu stehen, wo sie sind. Klar war es am Anfang eine große Enttäuschung für Aue selber, für das Publikum, aber sie haben sich gefangen. Und da sieht man eben, was alles machbar ist, wenn jeder in die gleiche Richtung und gleichen Strang zieht. Okay, dann vielen Dank. Schönen Nachmittag und dann sehen wir uns Samstag in Aue. Bis dann. Schönen Tag. Danke auch.